Schlösser wie Friedenstein in Gotha, häufig im Besitz von Stiftungen oder Kommunen, sind Kostbarkeiten der Baukunst. Oft viele hundert Jahre alt, aber deshalb nur mit großem Aufwand zu erhalten. Auch der MDR trägt sein Schärflein dazu bei, will mit einer Sendeaktion Ein Schloss wird gewinnen am 7. Mai weitere Mittel generieren, die einem von drei neu erblühten Schlössern zugutekommen. Friedenstein, wo heute Museen, Bibliotheken und Archive untergebracht sind, war der größte Schlossneubau in Thüringen nach dem Dreißigjährigen Krieg. 1654 fertiggestellt, ein Heer von dienstbaren Geistern hatte von Beginn an hier viel zu tun. Aber mit etwas Glück trifft man gelegentlich auch eine Hofdame auf dem Wege zum Theater. Jeder Schlossherr, der etwas auf sich hielt, leistete sich ein Theater. Und hier in Gotha findet man das Eckhoftheater. Und das hat wahrlich Einzigartiges und Erhaltenswertes zu bieten. Die älteste Maschinerie zur Schnellverwandlung von Kulissen, die es noch gibt. In Italien erfunden und hier in Gotha für die Nachwelt erhalten. Jemand, der sich hervorragend mit diesem Schloss auskennt und fast alle Geheimnisse auch weiß, ist unsere Stadtführerin Frau Frank. Und ich würde sagen, wir hätten uns fast nicht besser farblich und kostümlich abstimmen können. In der Tat. Und ich muss aber sagen, ich bin die moderne Version ihres barocken Kostüms. Es hat sich also modisch nicht so viel verändert, ne? Ja, nicht nur die üppige Rundung der Weiblichkeit, die man ja ganz extrem betont hat hier im Barock, was jetzt hier als Bühnenkleid schon ins Rokoko übergeht. Ja, das fehlt natürlich heute, weil wir ja eher so ein bisschen auf die schlanke Linie achten. Aber modern und Trenddesign, das war ihm auch schon wichtig, denn man könnte schon sagen, ein Theater zu haben wie hier, das war damals einfach in. Heute haben die Leute zu Hause ein Heimkino mit einem großen Flachbildschirm an der Wand und sowas Ähnliches war das wahrscheinlich früher auch hier. Ja, es diente der Unterhaltung zu besonderen Anlässen allerdings nur und es diente vor allen Dingen der Selbstdarstellung, denn Friedrich I. spielte selbst leidenschaftlich gern Theater und wenn er hier als Zeus auftrat, durchaus mal auch auf einem Wolkenwagen aus den Soffitten herunter schwebte. Dann bitte ich Sie, das Wunder zu verbringen. Läuten Sie die Glocke. Ja, wir setzen die barocke Zauberbühne in Gang. Das Wunder funktioniert natürlich nur, wenn 7 kräftige Männer im Untergrund an großen Rädern drehen. Eben noch im Palast, jetzt schon im Garten. So schnell kann es gehen. An fast allen Ecken und Enden Baugerüste. Schloss Friedenstein wird noch etliche Jahre Bauplatz sein und vieles bleibt vorerst für die Besucher verschlossen. Ja, es gibt ja auch ganz geheime Ecken in einem Schloss, die man bei einer normalen Führung nicht sieht. In so einer sind wir hier, nämlich in einer Küche. Hier hat sich das Gesinde einst versorgt. Solche verschwiegenen Winkel ziehen die Gäste magisch an. Vor allem die Kleinsten, die ihre Schlosserlebnisse auch gerne zu Papier bringen. Gibt's denn hier auch Gespenster? Natürlich, natürlich. Einmal haben sie sich gezeigt, vorgesetzt zum Beispiel zur Museumsnacht, kennen vielleicht noch einige Gotha, da waren sie versteckelt in den Räumen und man musste sie suchen. Die Kinder waren dann ganz begeistert. Vielleicht zeigen sie sich zur Museumsnacht dieses Jahr wieder. Noch vollkommen unzugänglich sind einige Perlen des Schlosskomplexes, zum Leidwesen nicht nur der hier Beschäftigten. Was würden Sie mit dem Geld, wenn Sie in der Sendung gewinnen, tun? Also wir würden unheimlich gerne unser leerstehendes Orangeriegebäude wieder instand setzen, so wie es wirklich einmal war. Ist es möglich, dass wir uns die von innen mal anschauen? Aber natürlich, für diesen Zweck auf jeden Fall. Danke. Ein schlimmer Anblick, aber die Schlossdame träumt schon von besseren Zeiten. Wir möchten auf jeden Fall das wieder als Orangeriegebäude nutzen, das heißt im Winter für die Pflanzen zum Unterstellen und möchten das vielleicht als Schauorangerie sogar darstellen, das heißt, dass hier auch Trauungen stattfinden können. Und in den Sommermonaten, sehen Sie hier an der hohen Kuppel, ist das natürlich geeignet für Konzerte, für Feste. Wollen Sie schon mal eine kleine Prognose wagen? Wir können ja schon mal den Gänseblümchen-Test machen. Also, es gewinnt. Gewinnt, gewinnt nicht. Es gewinnt nicht. Gewinnt. Sicher. Also, ich bin mir sicher, es gewinnt.
Musik.